Meter. Ja, 23:45. Warte, ist eine Sekunde. Bombastisch. So, da gab es jetzt kurze Irritation nochmal wegen der Anzeigetafel. Alles geregelt, alles geklärt, es geht weiter nach der Auszeit. Beim Stand von 19:21. Und der Badetrainer hat seine Mädchen jetzt eben nochmal rangeholt und sagt, was macht ihr da? Müsst ihr es unbedingt spannend haben. Wir hatten sie genau da, wo wir sie haben wollten. Und jetzt sind sie immer auf hin. Und es sind nur noch 2 Tore. Dann haben wir das Tor und die Strafe. 2 Minuten gegen Julische Schiller. Anne Fischer mit dem Treffer, 7. Treffer in diesem Spiel für sie. Und das könnte die ganzen Bemühungen von Grün-Weiß hier im Keim ersticken. Schauen wir mal, wie sie mit der Unterzahl umgehen. Leichte Ballverlust jetzt. Schön gespielt mit dem Doppelpass, Claudia Terro. Mit dem 23:19 für Motorbad. 5 Minuten vor dem Ende. Und Laura Fischer erneut hält ihre Mannschaft hier noch ein bisschen im Spiel. Aber es sind 4 Tore bei 4 Minuten. Und noch ist Grün-Weiß hier nur der Zahl. Und jetzt darf Grün-Weiß wieder auffüllen. Und der Theresienmeister scheitert und der lange Ball kommt an. Das ist Fuß. Aber die Schiedsrichter zählen das Tor. Lisa Lehmann. 24:19.
Jule Schiller, da hat sie auch so mit, hat sie nicht den Mut, da direkt durchzugehen. Ein Zeitspiel angezeigt, Theresa Meissner muss den Abschluss suchen, wirft den Ball an die Latte und damit sind wir hier durch. 22 vor dem Ende, 5 Tore sind es, 19-24. Und dann setzt sie sich am Kreis durch. Anna Altmann. Der vierte Treffer. Und hat Anna Fischer aufgepasst. Und macht das Tor. Der achte Treffer in dieser Partie. 28, 30 gespielt in der zweiten Halbzeit, 19-26. Und Sarah Bischoff, jetzt hat sie den Raum, den sie mal nutzt. Ihr erster Treffer in diesem Spiel, 20-26. Und da ist es wieder Anne Fischer mit Treffer Nummer 9. 20-27, jetzt haben wir noch 20 Sekunden auf der Uhr. Auf beider Seite klatscht man sich ab. Schön, wir werden nochmal angefeuert. Nochmal eine Aktion, 7 Sekunden sind es noch. Sarah Bischoff, Jule Schiller. Und damit ist das Spiel durch. 27-20 gewinnt der SV Motorbad beim SV Grün-Weiß Schwerin 2. Ja, 20-27 endet das Spitzenspiel zwischen dem dritten Grün-Weiß Schwerin und dem ersten Motorbad. Erstmal Glückwunsch an die Gäste. Trotzdem wende ich mich natürlich erstmal an Steffen. Erstmal, Julia Hader, wie geht's? Sie hat am Ende hier hinter der Bank gelegen. Ja, das werden wir nachher sehen. Also ich denke mal, wird das Nasenbein ein bisschen lidiert sein. Ob nun gebrochen oder eben halt nur ein Hämatom oder so weiter. Das werden wir sehen. Sie fährt ja zum Arzt und kriegt nachher Bescheid. Ja gut, dann wünschen wir in die Richtung erstmal eine gute Besserung. Dann herzlichen Glückwunsch. Letztendlich nur der Sieg zählt, oder wie? Ja, das Beste an dem Spiel waren wirklich die 2 Punkte. Alles andere vom Spielverlauf war ich nicht zufrieden. Eindeutig. Meine Deckung war schlecht. Angriffe haben wir ganz schön zu tun gehabt. Glückwunsch an die Mannschaft. Wir haben gut in der Deckung eigentlich gestanden. Aber wie schon gesagt, 2 Punkte ist für mich das Ausschlaggebende bei der Sache. Ja, zum Ende ist es ein bisschen hoch ausgefallen. Ansonsten wirklich ist uns auch aufgefallen, sehr gut gestanden in der Deckung. Kannst du dem so nachgeben? Ja, das kann ich. Also es ist jetzt das zweite Spiel in Folge. In Teterow haben wir auch schon relativ gut in der Deckung gestanden, nur 21 Gegentore bekommen. Heute zwar 27, aber man muss sagen, ist eine junge Truppe. Man darf das nicht vergessen. Wir haben heute einen Altersdurchschnitt von weit unter 18 Jahren gehabt und ich denke, das ist die alte A-Jugendmannschaft vom letzten Jahr. Und wenn wir daran denken, wie wir da vermöbelt wurden teilweise, ist es schon eine deutliche Steigerung in der Deckung. Und ich
ich muss meiner Mannschaft ein absolutes Kompliment aussprechen für ihre kämpferische Einstellung. Auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken, einfach nochmal weiterzugehen und sich nochmal eine erneute Chance Mitte der zweiten Halbzeit zu erarbeiten. Dann hat uns einfach die Kraft verlassen und ich denke mal, uns haben einige wichtige Spielerinnen, insgesamt 7 Stück gefehlt, davon 4 Stammspielerinnen. Also Kompliment an meine Mannschaft, alles in Ordnung. Ja, man hat gesagt, du hast nochmal eine Auszeit genommen, wo ich gemacht habe, okay, jetzt ist zu spät für die Auszeit. Es hat aber dann doch fast funktioniert. Was hast du Mädels mitgegeben? Dass wir eigentlich genau da weitermachen müssen in der Deckung, wo wir da eigentlich schon das gesamte Spiel waren. Das sind 1-2 Unstimmigkeiten. Viel mehr kannst du auch in der Deckung nicht mehr in der Auszeit mehr besprechen, weil du gehst wirklich nur noch auf kleine Dinge ein, auf Einzelsituationen auch teilweise. Habe ich gemerkt, es ist einfach besser, als wenn du allgemeine Dinge sagst, verändert sowieso denn nicht wirklich was. Vor einem Angriff, wenn wir noch mehr in die Tiefe stoßen, noch mehr in die Lücken gehen, noch mehr über den Außen spielen, vielleicht noch mehr Rückraumgefährlichkeit einfach mit einbringen, dann kann das ja auch anders ausgehen. Aber hätte, wenn und aber, Fakt ist eins, wir haben verloren, 2027. Gegen den erwartet schweren Gegner, die Wochen der Wahrheit gehen weiter, nächste Woche eben halt im Pasewalk und ich, wie gesagt, ich kann momentan meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, weil sie einfach gekämpft haben. Ja, für euch jetzt Tabellenführung verteidigt, souverän hier, wie geht's weiter mit euch, geht's dann hoch Richtung Ostsee-Spreeliga? Nein, also es ist dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht geplant, weil ich habe zwar die Bank voll, wie man gesehen hat, aber ich habe die komplette B-Jugend hochgekriegt und denen fehlt einfach 1,5-2 Jahre locker noch, um dieses Niveau spielen zu können. Und ich habe wirklich ein Gefälle von drinne von 40 bis 17. Und also dieses Jahr noch nicht. Wir wollen einfach jetzt die Mannschaft aufbauen. Nächstes Jahr mal gucken. Vielleicht noch ein paar neue Zugänge. Muss man sehen. Ja, dann wünschen wir dafür auf jeden Fall erstmal viel Glück. Ich möchte nochmal darauf eingehen, Steffen. Großes Lob an deine Torhüterin. Die hat heute einiges runtergefangen. Also auch das zweite Spiel in Folge mit dem, was wir in Tetero haben, da macht sich einfach das regelmäßige Training bezahlt, auch mit Mario Kube, der als alterfahrener Torwart ja auch ihr viele Tipps geben kann. Und mittlerweile, also das ist eben halt das auch, es spielt sich langsam ein. Die Mannschaft spielt sich langsam ein mit den anfänglichen Schwierigkeiten, die wir zu Saisonbeginn immer noch hatten, auch wenn wir Spiele gewonnen haben oder unentschieden gestaltet haben. Fakt ist eins, es wächst so langsam. Und ich glaube, dass das ist eigentlich das Positive an der ganzen Geschichte. Wenn Kontinuität reinkommt, wenn du eben halt auch mal mehr und mehr dieselbe Aufstellung bringen kannst, dann denke ich, werden wir noch in der Rückrunde das ein oder andere Spiel mehr gewinnen, was vielleicht jetzt eben halt nicht so geplant war. Ja, aber auf eins müssen wir natürlich noch eingehen. Du sagst, das war eingespielt. Eingespielt vom Verhältnis 10 Feldtore nur in einem Spiel. Das ist, hört sich katastrophal an. Und 10 7-Meter, also genauso viele Punkte, Tore vom 7-Meter-Punkt. Da hat was nicht gestimmt im Spiel, oder? Doch, natürlich hat was gestimmt. Wenn wir einen 7-Meter bekommen, heißt es, wir haben eine klare Torchance gehabt, die durch Bart durch unlautere Mittel verhindert wurde. Und mir ist es egal, wenn ich am Ende mit einem Tor mehr gewinne, dann ist mir egal, ob ich 20 7-Meter werfe oder 40 7-Meter, das ist total egal. Fakt ist eins, wir waren in der Situation gefährlich, weil sonst kriegen wir keinen 7-Meter, sondern nur einen Freiwurf. Das heißt also, wir haben 20 Tore erzielt. Von wo, ist egal. Ja, alles klar. Dann wünsche ich viel Glück bei dem weiteren Weg, beim weiteren Zusammenwachsen, euch für den Rest der Saison. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.